Hoi. Sorry, zusammen. Ich bin Sigras und ich rede heute warum als Dateinamen von Legal relevant sind. Hoi. Ich habe das Ganze in Kapitel geteilt, wie man das so macht, Network. Und das ist das erste Kapitel, wo darin erklärt wird, warum als Dateinamen ephemeral sind, was man mit den 187.539 nummerierten Dateien los im Feind macht. Was man mit Dateien von Freunden anfängt, wo man ein proprietäres Betriebssystem benutzt. Das ist ungefähr das. Generell fällt es mal damit an, dass das Dateisystem verschiedene Zeichensätze benutzt. Und das bedeutet, wenn ich transferiere von einem Dateisystem auf das andere, dann gibt es eventuell ein Durcheinander, es gibt auch spezielle Zeichen, die man nicht benutzen darf, je nach Dateisystem. Das heisst, ich muss im Prinzip das Zeug umwandeln. Wir haben Attribute, die nur auf einem Dateisystem gültig sind. Wir haben Extended Attributes, wir haben die normalen Attribute, wir haben Resourceforks, wir haben ADS, also das ist unter Windows. Und die werden nicht mehr transferiert, sobald man eine Datei irgendwo transferiert. Und schlussendlich, das dritte Problem ist, es passieren Fehler. Wenn man FS-Check macht auf einem Dateisystem, das wirklich mal am Arsch war, dann haben wir noch 100'000 von Dateien im Lost and Found. Und die sind wirklich alle durchnummeriert. Und es weiss niemand mehr genau, ist jetzt, was für eine Dateityp, was es könnte sein und was es überhaupt ist. Wir haben Server-Services und User, die Dateinamen umkodieren oder umkodieren müssen. Also wir haben zum Beispiel ein Web, wo sagt, im HTTP innen muss halt ein Space mit %20 kodiert werden. Dann haben wir aber auch noch sonstige unheilige Allianzen von ZIFs und NFS und so Sachen, die garantiert ein grosses Durcheinander machen, wenn wir Dateinamen irgendwie vom einen System aufs andere transferiert. FTP kann auch Dateien kaputt machen mit 7-Bit-ASCII und mit EPTIC. Yep. Und File-Sharing-Services haben auch normalerweise gar keine Ahnung, was jetzt am anderen Ende für ein Encoding verwendet wird. Und dann kommt man ganz, ganz grosses Salat durch. Und dann gibt es noch Devices, wo nachher die User das absichtlich den Dateinamen geändert, zum Beispiel irgendwelche MP3-Player, die halt das VFS drauf haben. Und darum darf man halt dort keine Doppelpunkte drin haben. Oder das ist so ein Sonderzeichen, wo halt irgendwie FAT-System überkippen. Und es gibt viele Leute, die es nicht mögen. Und dann wegen Shells, weil sie Leerzeichen und Ampersand halt nicht brauchbar finden, zum Weiterverarbeiten in Shell-Scripts, wo es dann selber irgendwie ändert. Auf jeden Fall haben wir überall noch Änderungen von Dateinamen, die eventuell noch lesbar sind am Schluss für den Benutzer oder eventuell auch nicht. Die Lösung ist Metadaten. Wir tun nämlich die Daten zum Inhalt, die wir wissen wollen, nämlich den Titel, den Autor, Publikationsdatum und so weiter und so fort, was wir da irgendwie haben. Wir tun sie einfach in Dateien. Und aus diesen Metadaten können wir dann noch eine Dateinamen generieren. Wir können sie einfach rauslesen und sagen, da steht Genre Science Fiction, machen noch eine Genre Science Fiction und du die Datei benennen nach Autor-Titel. .pdf, EPUB, whatever. Und da sind wir im zweiten Kapitel. Was brauchen wir überhaupt, um Metadaten in Dateien zu speichern? Und wir haben da ein bisschen Hilfe von Bibliothekaren und Archivaren. Weil die haben sich schon damit beschäftigt, was man eigentlich über Dateien muss wissen. Vier Sachen. Ein Dateiformat, das überhaupt das Speichern von Metadaten erlaubt. Da gibt es ganz viel. Ein Katalog. Ein Vokabular. Und am Schluss noch eine Software, die wir benutzen können, um mit diesen Daten überhaupt zu interagieren. Dateiformat ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Es gibt für fast jede Art von Daten gibt es ein Format, das Metadaten unterstützt. Wir haben EXIF für Bildformat, wir haben XMP für PDF, DejaVu, EPUB, haben eigene Metadaten
Strukturen, die sie unterstützen. Matroschka hat, und es gibt keinen Grund, warum wir irgendwo noch ein anderes Dateiformat für Filme benutzen als Matroschka, also als Container. MP4 gäbe es noch, wo es ein bisschen mager ist, was Unterstützung von Metadaten ist. Und auch für Musik haben wir eigentlich fast für alle gängigen Formate haben wir irgendwie vernünftige Metadaten, wo wir das Zeug reinwursten können. Jetzt der Katalog. Der Katalog ist so eine Art, wie soll man sagen, der Katalog ist eigentlich eine Definition von den Feldern innerhalb von Metadaten. Wir haben also zum Beispiel im XMP-Format haben wir Feldnamen wie Autor, Titel, Publikationsdatum und noch 4-5 weitere. Summary und irgend so Sachen. Im IDE-V3 haben wir noch relevant mehr. Aber der Katalog ist eigentlich der, der definiert, was für Felder haben wir in Metadaten. Was ist der Inhalt? Ist es ein Text oder ist es zum Beispiel das Titelbild von einer MP3, von einem Album in einer MP3-Datei? Geht? Oder geht ebenfalls auch ein Bild zum Beispiel in Matroschka. Und es definiert ganz, ganz wichtig auch einen Zeichensatz, wenn die Daten zum Beispiel jetzt eben Textinhalt wären. Das ist der Katalog, das ist so was Bibliothekar halt so als Katalog würde ich bezeichnen. Was erfassen wir überhaupt für Daten, die um die Datei herumgehen oder um das Werk herumgehen? Also, was brauchen wir? Das Vokabular. Das Vokabular ist nicht ausschließlich die Wertemenge von einem Feld, von einem Katalogfeld, wo definierte Wert oder Wertformate enthalten. Aber wie gesagt, es ist nicht ausschließlich. Das heisst, es kann durchaus noch mehr Wert geben, als die wir definiert haben. Das Wichtige ist, wir definieren einige Werte oder Konventionen, die in diesem Fall immer so gemacht werden. Wir haben zum Beispiel das Various Artists im IDV3-Track. Wenn man das als Various Artists eingibt, und zwar genau in der Schreibweise, nicht irgendwie mehrere Künstler oder irgend so ein Kapis, dann weiss die meiste Software, wie sie das sortieren muss. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Dass wir anhand von dem bei Software Hinweise geben, wie sie das zu interpretieren haben. Wenn Glück haben, kann es ein bisschen mehr als nur ein Schreibweise. Davon ausgehst du nicht. Ebenfalls zum Beispiel, sind Initialen oder Mittelnamen zu handhaben. Also müssen wir im Prinzip, wenn wir das Werk erfassen, müssen wir das als John Ronald Reuel Tolkien erfassen? Oder ist es John R. Tolkien? Oder ist es John Ronald R. Tolkien? Oder John Ronald Reuel Tolkien? Das ist eine Frage vom Vokabular, wie so etwas zu handhaben ist. Damit wir am Schluss, wenn wir das Ganze per Software irgendwie wollen indexieren oder wenn wir irgendetwas damit machen wollen, dass man zum Beispiel herausfindet, ist das die gleiche Datei oder ist das eine andere Datei? Ja, ist der Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien die gleiche Datei wie der Herr der Ringe von John R.R. von J.R.R. Tolkien? Und das sind so ein bisschen wichtige Fragen. Ebenfalls, typischerweise was definiert wird, ist die Suchreihenfolge. Und das soll nicht in den Metadaten reflektiert werden. Also schreibe ich nie rein. Herr der Ringe, der. Das wäre einfach dumm, weil das ist eigentlich etwas, was die Software viel besser kann. Ebenfalls, wenn wir damit definieren, irgendwie, welche Werte für eine Kategorie stehen oder welche für eine Genre stehen und ähnliche Sachen. Also, es gibt da noch natürlich viel mehr, das ist nicht ausschließlich, wie gesagt. Aber dass man könnte sagen, ja, man möchte eigentlich in einer Kategorie haben, möchten wir eine Art von Text haben oder eine Art von Werk, sagen wir Dokumentarfilm oder Spielfilm oder eben Textbuch oder Novel. Und Genre ist dann wieder etwas anderes. Ist es ein Krimi oder ist es halt ein Science-Fiction-Film? Ebenfalls
über das Vokabular definieren wir oder müssen definieren, dass Publikationsdatum das Publikationsdatum der ersten Publikation ist, weil das ist aus legaler Sicht relevant. Das von der Datei interessiert niemand. Dann ist die Frage, wie tun wir eigentlich Dateien identifizieren? Also, woher merken wir, dass eine Datei das gleiche Werk ist? Oder ob das irgendetwas anderes ist? Es gibt einige eindeutige Merkmale, wo Bibliothekar danach arbeiten. Und zwar zum Beispiel bei Filmen. Die werden nach Art von Titel, Regisseur, Erscheinungsjahr und schlussendlich noch Ausgabe definiert. Die Ausgabe ist dann halt eben so Director's Cut oder so etwas. Und damit ist es durchaus möglich, die meisten auch mal wirklich zu identifizieren. Aber es gibt dann halt zum Beispiel so Sachen wie Pride and Prejudice aus dem Jahr 2008, glaube ich, wo es tatsächlich aus dem gleichen Jahr zwei Filme mit dem gleichen Titel gibt. Sind aber von unterschiedlichen Regisseuren. Bücher werden anhand von Titelautor, Erscheinungsjahr und Verlag definiert. Und die neueren Varianten der Identifikation gelten halt auch nur für neuere Werke. Das heisst, wenn man halt einen Shakespeare will identifizieren dann muss man halt, dann kann man halt nicht sagen, der ISBN von Shakespeare ist irgend so etwas, weil das ist ein kompletter Blödsinn. Ein speziell grösseres Problem haben wir mit Audio. Weil Audio typischerweise nicht nur die Musik selber ist, sondern es ist eben auch noch ein Werk, das dahinter liegt, also Noten, wo ein unterschiedliches Urheberrecht hat. Und darum gibt es eigentlich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Publikationsdaten. Es gibt diverse Katalognummern, wo man versucht, irgendein Werk einzuordnen. Ja, ist es, in welchem Jahr hat es der Komponist geschrieben zum Beispiel? Oder in welcher Köchelverzeichnisnummer hat jetzt das Werk von Mozart oder irgend so etwas? Wir haben ein bisschen ein Problem mit dem, weil es nicht sehr eindeutig identifizierbar ist. Und selbst wenn man es das gleiche Werk hat, 5 von Beethoven oder so, dann haben wir dann mehrere Aufnahmen. Eine davon mit Copyright vielleicht 1975. Für die Aufnahme, wo irgendwie, keine Ahnung was, von der Wiener Philharmoniker ist, und aber eine neuere vom New York Harmony Orchestra aus dem 89. Und das ist dann schwierig festzustellen. Es gibt auch Acoust-ID, die einigermaßen vernünftig das Halbpatzig feststellen kann. Yeah. So. Der Punkt ist der, nachdem wir jetzt wissen, wie wir Dateien identifizieren können und dass wir Dateien nicht anhand von Dateinamen können identifizieren in den meisten Fällen, müssen wir also die Metadaten irgendwie in Dateien hineinwursteln. Gibt es ein paar Varianten. Wir können das mit bekannter Software machen. Kaliber kann das für Bücher so halbwegs gut. Solange sie einen ISBN haben, kann man mit Extract ISBN, das ist ein Add-on-Plugin, relativ gut herausfinden, welches Werk ist es wirklich. Ist aber nicht zuverlässig. Es gibt Werke ohne ISBN, es gibt Werke, die neu rausgekommen sind mit einem ISBN, die nicht das originale Werk sind, oder die behauptet, sie sind neue Auflagen, die eigentlich nur Nachdruck sind von anderen Werken. Wir haben für Musikdateien haben wir Picar oder Music Brands basierte Clients, es gibt noch mehr von denen, die anhand von Aussagen versuchen herauszufinden, welches Album ist das und wann ist es rausgekommen und all die Informationen. Es ist aber auch einigermaßen schwierig herauszufinden, ob es jetzt wirklich stimmt. Bei mir kann es gerade mal ein Drittel kann es ohne Hilfe einsortieren und macht es richtig. Ein weiterer Drittel kann es mit Hilfe einsortieren von meiner Musik. Und ein Drittel hat keine Ahnung, was es könnte sein. MediaElf macht das Gleiche für Mediadateien, also Filme. Es kann mit Filmserien umgehen, es kann mit Filmen umgehen, es kann nicht sehr gut mit Dokumentationsfilmen umgehen.
Und es versucht auch anhand von Namen versucht das herauszufinden, welches, was ist das Werk. In der Praxis funktioniert das, wenn man eine Datei hat, an erster Stelle, die hat hier alle möglichen Namen und es funktioniert extrem schlecht. Muss sie entweder mal zuerst umbenennen, wie sie würde heissen oder sollte heissen. Das heisst dann irgendwie, es sind halt härtere, ist es ein bisschen blöd, aber es gibt dann halt wirklich Sachen, die man dann zuerst mal muss umbenennen in Pride and Prejudice, Klammern 2008, damit man nur schon merkt, das könnte das Werk sein. Weil sonst irgendwie das von 1948 findet und das irgendwie so sagen. Und dann wird das automatisch getaggt. Das heisst, man muss tatsächlich entweder das machen oder die Meta-Tags vorbefüllen, damit der Scraper, wenn man ihn drauf loslässt, also Media eigentlich oder Picard, das überhaupt richtig kann erkennen. Bei der Datei Kampfkit 3, das ist KD-Dings, bei uns kann es relativ gut aus der Datei auch extrahieren. Man kann dort einfach ein Schema angeben. Man muss dann halt auch wieder irgendwie ein gemeinsames Namensschema haben für die Datei nehmen. Mindestens einmal. Wenn man Dateien nicht bekommt, ist meistens alles sehr falsch. Die meisten Dateien kommen ohne Metadaten daher, PDF. Also das Klassische ist eine wissenschaftliche Arbeit und die wissenschaftliche Arbeit ist verfasst worden vom Unknown Word User oder so etwas und heisst Unknown 1. Das ist die klassische wissenschaftliche Arbeit als PDF, wenn man einfach irgendwo im Word das Scheiß erstellt hat und als PDF exportiert. Und das gilt auch für andere Sachen, für Matroschka-Dateien und Déjà-vu. Die kommen meistens ohne vernünftige Metadaten oder sie haben irgendwelche Googles drin. Die kommen mit Metadaten, MP3, also die Audiodateien kommen meistens mit Metadaten und EPUB ebenfalls, aber die meisten haben alles falsch. Eben Titel, Komma, der, Nachname, Komma, Vorname, statt einfach Vorname, Nachname. Der Autor ist im Titeltag drin, der Titel ist im Autortag drin, im Autortag ist der Release-Group drin, im Autortag ist der Verlag drin und im Copyright-Datum ist selbstverständlich das Datum, das der Verlag das rausgegeben hat, das letzte Mal. Also 2015 hat scheinbar der Bertelsmann Verlag noch ein Herzur gebracht für Shakespeare. Yeah. Man kann es versuchen mit ein bisschen Regex und Perl oder irgendetwas und Regex die Sachen zu reparieren. Ich habe es jetzt mit Perl gemacht. Ich habe ein paar Programme geschrieben. EPUB Rheinheim ist eins. Das versucht so halb schlüssig missformatierte Verträge, Titel und Autorentag mittelhilfe von 75 Regex irgendwie richtig zu bringen. Für PDF und andere Dateien habe ich EXIF Meta gemacht, weil EXIF Tools kann XMP Tags lesen und eigentlich fast alles. Also selbst MP4 Meta Tags kann das Ding lesen und schreiben. Für fast alles. Und da haben wir eben die Windows User und Unknown Eyes und so wissenschaftliche Texte. Wenn man am Schluss, genau, da ist jetzt die große Lücke im Vortrag, weil mir ist nicht mehr genau eingefallen, was ich jetzt machen soll. Wenn man am Schluss endlich das Ding hat und die ganze Datei irgendwie vernünftig vertagt hat, dann können wir eigentlich aufgrund von diesen Daten, die wir jetzt in der Datei haben, können wir das Zeug selber automatisch befüllen. Für alle Dateien mache ich es K3 oder Picard. EXIF Rename habe ich geschrieben und ich EPUB Rename, wo das selber möchte für EXIF basierende Dateien, also alles, was EXIF tut, lesen. Und EPUB für EPUB. Mit Media-Info kann man beliebige Media-Dateien, also MP4, Matroschka, eigentlich auch AVI oder so, aber das ist einfach gescheiter umwandeln. Umwandeln, indem man einfach Templates macht.
so ein Template. Also ich kann als Template für Media einfach so eine Icon geben. Und das rührt mir dann im Prinzip etwas raus, das ich einfach vor ihm kann automatisieren. Und nachher habe ich im Prinzip dann. Dann kann ich alles so umbenennen, wie ich sie auf meinem System wette. Das heisst, ich kann sagen, hey, auf meinem System hätte ich gerne kein Leerzeichen, oder auf meinem System hätte ich gerne Leerzeichen. Ich möchte sie so sortiert haben, dass es anhand von diesen Meta-Tags innen irgendwie noch sortiert wird. Zum Beispiel Genre, Serie, Autor, Titel. Und die Hälfte davon sind irgendwie Verzeichnisse. Ich kann alles machen. Ich kann definieren, ja, für meinen MP3-Player, der jetzt ein bisschen dumm ist, der darf kein Umlaut drin haben, der darf kein Doppelpunkt drin haben. Ich will also das rausnehmen. Und das kann ich, indem ich einfach alle Daten schon grundsätzlich in der Datei drin habe. Dann kommt es nicht mehr darauf an, wie der Dateiname heisst. Ja. Yeah. Was weiss ich etwa? Da ist noch was, was zu finden ist. Ein ganzer Stapel von Programmen ist bei mir drauf. Auf meiner Homepage. Und den Rest habe ich, wo jetzt hier noch so benutzt wird oder was ich brauche für das ganze Zeug. Das ist da auch noch erwähnt. Das ist die Software. Michi. Finde ich jetzt gut schnell gewesen. Brutal. Ja. Yeah. So, noch hier da die Ergänzung zu allem, was du gesagt hast, ist. Finde ich grundsätzlich gut und ist auch so irgendwie mit Bibliothek so auch etabliert und so. Wie du sagst, das ist nicht ein Problem, das wir erfunden haben. Es gibt schon Leute, die sich da den Kopf verbrochen haben. Das Thema bei der Musik, die du erwähnt hast, die lösen das zum einen damit, dass der Werkbegriff halt aufgesplittet wird, das ist in ihren Hierarchien. Also sie tun auch ihre Verschlagwortung, ihre Metadaten, ihre Datenbank, setzen sie in ihre Hierarchie, setzen, was verlinkt. Der eigentliche Werkbegriff ist dort die erste Manifestation von der Idee. Die Idee ist im Kopf und das erste, was jemand macht, also in dem Fall für das klassische Werk halt Noten, das ist das Werk. Und alles andere davon ist in ihrer Hierarchie tiefer. Also dann hast du die Realisation, also die Aufführung, die Aufnahme, ist eine Realisation und nochmal eine Hierarchie tiefer ist dann die Kopie, die du in der Hand hast. Oh, okay, das heisst also, wenn ich sage, dass ich ein modernes Werk habe oder eine Bluesaufnahme, wo ein paar Leute zusammen gejammt haben, dass das eigentlich die erste Realisation des Werkes ist und das dann das erste Werk als Werk gibt, die Aufnahme. Genau, und okay. Das, was du in der Hand hast, ist dann nie ein Werk, sondern immer nur eine Kopie davon. Und ich habe jetzt vergessen, was das Wort ist für Kopie. Bestandsexemplar, das hat eine eigene Hierarchiestufe. Okay, ja. Yeah. Das ja nicht einmalig ist. Und so kriegt man dann auch den Zusammenhang, dann so, ja, ich verstehe hier und der ist in die und die Sprachen übersetzt worden und der ist mit dem und dem Verlag, von verschiedenen Verlagen, bla. Die werden auch wissen, also die Hierarchiesachen werden sie auch wissen. Dann das mit den Autoren und denen, mit der Eindeutigkeit und der Schreibweise, da geht man halt auch auf eindeutige Identifier. Dann gibt es Datenbanken für das. Das sind sogenannte die Deutsche Nationalbibliothek eine und es gibt auch unsere internationale FIAF. Für uns Informatiker tönt das komisch, die sind Authority Control Files. Und die Bibliothekare bezeichnen mit dem Personendatenbanken. Zum eben so Namen eindeutig machen, wie eben Geburtsdatum und Namen, das kann man mehrfach vorkommen. So. Genau. Aber wie du sagst, wie ISBN und so, das sind zusätzliche Hilfsmittel. Also man muss die anderen Sachen schon auch immer noch abfüllen. Zusätzlich gibt es so Datenbanken. Ja, es gibt noch mehr. Es gibt auch Initiativen, die haben wollen, eigentlich alle Papers, die rauskommen, mit eindeutig taggen, dass die immer wieder können gefunden werden. Aber eben, das ist halt so ein bisschen, ist ja auch eine After-the-Fact-Sache. Und es ist ja noch lange nicht alles, hat so irgendwelche Nummern. Und ja,
Das ist ein sehr, sehr grosses Thema bei den Bibliothekaren und das ist alles, so wie du das mit deiner eigenen Dateisammlung zu Hause machst, so wie wir das zu Hause, eben manche mehr, manche weniger pflegen. Das ist der Tagesjob von einem Bibliothekar, Verschlagwortung, Metadatenpflege. Und so viele Daten, wie heutzutage generiert werden, ich meine, die sind in der normalen Buchzeit schon in Nachkommen mit Verschlagworten. Das Library of Congress hat irgendwie damals 50 oder 80 Leute dargestellt, die haben einfach morgen Bücher auf den Tisch bekommen und die haben die verschlagwortet. Auch die, die in den USA produziert wurden, sind jeden Tag neu und wissenschaftlich. Nur schon das, es wird ja noch schlimmer, wenn man noch den Inhalt erfassen oder die Idee. Wenn man Abstract machen oder mindestens sagen, ja, das geht um das Thema. So. Ja, genau. Dort helfen natürlich so Volltextsuchen, wenn es digital abgeliefert wird, aber so eine Schlagwortige Identifizierbarkeit von Objekten musst du trotzdem haben. Ja, ja. Die musst du auch manuell korrigieren. Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass man eigentlich fast alles das Zeugs eigentlich nur manuell machen kann. Also, ja, man kann irgendwie von File-Sharing-Services im Internet Zeugs abladen. Und es ist dann einfach kein riesen Salat. Ganz ehrlich gesagt. Wie du halt hast, es gibt Tools, oder Bibliothekarin gibt man halt auch mit Tools an, damit sie effizienter sind. Von den Entwicklern von Media-Info gibt es ein spannendes Tool, dort gibt es ein automatisiertes Dingens. Das ist da zu über ganze Bestände rüberlaufen und bestimmen, ob sie unserem eigenen Schema entsprechen. Und hinten dran kommt eine Liste und sagen, hey, schau, hier musst du jetzt manuell anschauen, ob jemand etwas falsch editiert. Oder da haben wir jetzt von einer anderen Bibliothek diesen Bestand bekommen, der müsste eigentlich richtig sein. Und das sucht halt raus, was nicht konform ist zu deinem eigenen Standard. Ah ja, möchte ich noch schnell darauf hinweisen, da hat es ein Take-to-XML eigentlich. Ah. Moment. Bestell. Nö. Er will das nicht. Ich habe das Take to XML, das ist Mediathek to XML. Das benutzt von der Mediathek, von der Europäischen. Kannst du so komische Infofiles, TXT-Files abladen mit dem Inhalt von einer, einer Dokumentation. Und das produziert XML-Files, die du nachher kannst benutzen als Matroschka, zum Matroschka-Files zu tragen. Also benutzt genau das gleiche Format. Ganz viel von dieser Software hier, jetzt wo Info to XML, MKV Attach Cover, dient eigentlich, oder Title MKV, dient eigentlich nur darum, um Matroschka-Files die nötigen Metadaten noch rein zu wursteln, wenn man sie dann mal hat. Weil MediaElk lädt die in einem Pseudo-XML-File runter von der MovieDB oder von IMDB und das Ganze dann irgendwie, oder eben von Mediathek, wo es ein komisches Textfile ist, in einer nicht sehr strukturierten Variante. Damit man die am Schluss nachher in den Dateien selber hat und dann kann man es weiter benutzen. Tatsächlich zeigt auch Kodi zeigt Informationen von den Info-Files, die es MediaElk macht, zeigt das an. Leider zeigen die meisten Programme Daten, die in Dateien sind, immer sind nicht an. Für MP3 ist es mittlerweile gelöst. Wir haben ganz viele Sachen wie irgendwie so KD und GNOME haben halt irgendwelche File-Manager, die dann gerade anzeigen, ja, das ist übrigens ein MP3 und da innen steht das, oder das FLAC und das ist der Künstler, das Album. Das machen aber die meisten nicht für PDFs, sie machen das meiste nicht für EPUB, sie machen das meiste nicht für Matroschka-Files oder irgendwie oder auch MP4 oder was. Ja, das ist definitiv noch da noch. Fehlt da noch so ein bisschen was. Ich kann noch hinweisen auf Matroschka, das ist auch zum Unterschreiben. Es gibt nur noch Matroschka für Bewegtbild, weil auch die ganzen Archivwesen, die normieren die jetzt gerade Matroschka. Das wird von einem offenen Standard, das offene Spezifikationen, die es in der Open Source Welt haben, wird das formalisiert tatsächlich in den nationalen ISO-Standard rein, damit da eben formal steigmeistert ist und das man kann nutzen für längere Zeit.
gute Sache. Ja. Also wenn ein Werk in mehreren Formaten vorliegt, also zum Beispiel wenn ich eine Musikbibliothek, eine FLAC und eine MP3 habe, ist da irgendwas sinnvolles für? Ja, du kannst es relativ gut machen, du findest dann einfach alle Werke dann doppelt. Also ja, die Musik funktioniert einigermaßen gut. Bei Filmen habe ich manchmal auch schon ein Problem, zum Beispiel, dass wir ein Werk haben, wo gleichzeitig in zwei Formaten vorliegt und eigentlich den gleichen Namen haben. Ich finde immer wieder irgendwie auf meiner Harddisk irgendeine Doku, die in 27p und eine in 80p ist. Und ich habe es nicht gemerkt, weil irgendwo ein Bindestrich mehr oder weniger ist oder irgend so ein Seil. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Picard oder mit so etwas, wenn das Album erkannt wird, und du hast eins in FLAC und du hast eins in MP3 oder so etwas, dann siehst du, dass du das Album zweimal hast. Und wenn sie es dann taggen, dann hat auch wirklich beide die gleichen Tags. Ja. Also das findest du noch relativ gut raus. Ja. Sonst noch ein Tool, das nützlich ist, ist F-Tubes. Findet wirklich identische Kopien. Das Problem ist natürlich, wenn ich zum Beispiel allein schon von einem identischen Film gehe Metadaten ändern, wie jetzt so. Wenn ich dem einen Titeltag gebe, dann ist es nachher für MDF5 nicht mehr gleich viel. Das ist ein bisschen mühsam. Für Bücher macht das Kalibre recht gut. Und unglaublich langsam, ja. Ja. Ich habe. Wo ist es? EPUB Meta. Genau das da. Das habe ich geschrieben, weil das Kaliber so lahm ist. Weil das Kaliber braucht 300 Millisekunden, um die Metadaten anzuzeigen von einem Buch. Meins macht es in 3 Millisekunden. sonst ist auch die Qualität von meinem Programm ist wahnsinnig gut. So. Your Manage My Vary können Sie abladen, wenn ihr findet. Sehr krass, du kannst jetzt überhaupt nicht programmieren. Dann mache ich es einfach besser. That's that. Yeah.